Ihr lieben Kinder dieser Erde, ich bin Erzengel Michael. Es geht jetzt um ein wichtiges Thema und dieses Thema heißt Entschleunigung, Verlangsamung. Aber auch Genuss, Lebensfreude. Denn die Zeit, die hinter euch liegt, war hektisch, aufgefüllt, auch mit den einen oder anderen Sorgen, mit den einen oder anderen Ängsten. Und es geht nun darum, euch ganz klar auf Positives auszurichten. Denn eure Gedanken sind wie Antennen. Antennen empfangen. Antennen können aber auch aussenden. Und genau darum geht es. So nutzt eure Gedanken, um das auszusenden, was ihr erreichen möchtet. Nutzt eure Gedanken, um das auszusenden, was ihr euch wünscht. Nutzt eure Gedanken, um auszusenden, was eure Ziele sind. Denn mit euren Gedanken stellt ihr ein Ziel in den Raum. Mit euren Gedanken ist auf einmal ein Weg. Und genau darum geht es. Und so ist es wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit, sehr darauf zu achten, woran denkt ihr gerade? Womit beschäftigt ihr euch im Kopf? Was ist vielleicht gerade in der Seele und im Herzen? Also es geht darum, ganz genau hinzuhören und hinzuschauen. Was ist gerade jetzt? Wie fühle ich mich? Bin ich glücklich? Oder bin ich traurig? Bin ich stark? Oder fühle ich mich eher schwach? Schau ganz genau hin. Wie sind eure Gefühle jetzt in diesem Moment? Vielleicht fühlt ihr euch auch mit so manchem überfordert. Vielleicht fühlt ihr euch überlastet. Oder vielleicht habt ihr das Gefühl, zu wenig gesehen zu werden, zu wenig Anerkennung zu bekommen. Oder vielleicht machen euch gewisse Dinge auch Angst. Und so ist es wichtig, euch ganz viel Zeit zu schenken, um zu ergründen, wo steht ihr gerade. Denn so könnt ihr herausfinden, was ihr braucht. Denn jeder von euch kann sich auch selber helfen. Denn ihr kennt euch am besten. Und nur ihr könnt beurteilen, wie die Dinge wirklich sind. Denn von außen betrachtet, sieht alles vielleicht ein wenig anders aus. Niemand kann wirklich erfassen, wie ihr euch fühlt. Es ist also wichtig, euch selbst ernst zu nehmen und euch immer einmal wieder ganz viel Zeit zu schenken, um tief in euch hineinzutauchen und euch zu fragen, wie geht es mir gerade? Was ist gerade los in meinem Leben? Gibt es etwas, wo ich sage, das macht mir immer wieder Angst? Das beklemmt mich. Oder das macht mich glücklich und fröhlich und leicht. Es geht also darum, für euch selber aufzuzeigen, an welchen Dingen ist es wichtig zu arbeiten. Und was läuft wirklich gut und macht euch glücklich.
Schaut euch die Themen an, die vielleicht immer wieder kommen, die euch vielleicht schon ganz lange begleiten. Denn dieses Jahr 2014 soll ein Jahr sein, in welchem sich so manches auflöst. Ihr selbst habt es in der Hand, vor allem durch Aufmerksamkeit und Liebe. Ja, hier bin ich bei diesem schwierigen Thema Selbstliebe. Könnt ihr euch wirklich sagen aus tiefstem Herzen, ich liebe mich? Könnt ihr das wirklich sagen und so spüren, genau so? Denn das ist etwas Elementares. Sich selbst zu lieben mit den Stärken, mit den Schwächen, mit allem, was da ist. Euch selbst zu akzeptieren. Genauso wie ihr seid. Euch perfekt zu fühlen, so wie ihr seid. Und genau darum geht es. Seht, ihr seid schon perfekt. Perfekt, so wie ihr seid. Aber natürlich könnt ihr immer mehr dazu lernen, euch immer weiterentwickeln. Aber dennoch, ihr seid ja schon perfekt. Ihr wurdet geboren mit vielen Anlagen, mit vielen Gaben, mit ganz vielen Dingen, die einfach in euch stecken und die ihr könnt, ohne viel zu lernen. Und auch die Gabe, euch immer weiter zu entwickeln. Und das ist die allerwichtigste Gabe. Denn schaut einmal, wie sehr ihr euch positiv verändert habt. Ihr denkt jetzt viel mehr nach. Schaut viel tiefer und lasst nicht mehr alles so an euch vorbeiziehen. Ihr schaut jetzt eben immer genauer hin. Und das ist unglaublich wichtig. Eben nicht die Augen zumachen, sondern die Augen aufmachen. Nicht die Ohren zumachen, die Ohren aufmachen. Nicht das Herz zuschließen, sondern das Herz aufmachen. Aber ich weiß, gerade wenn es um das Herz geht, ist es natürlich schon so, dass der ein oder andere vielleicht Verletzungen erlebt hat durch andere Menschen und sich dann gedacht hat, okay, dann mache ich halt einfach mein Herz zu und lass niemanden mehr hinein. Dann kann ich auch nicht mehr verletzt werden. Das mag auch vielleicht für einen Moment richtig sein, um sich zu schützen. Aber vielleicht habt ihr dann gemerkt, ja, aber dann fehlt doch etwas. Ich habe dann gar nicht mehr die Chance, etwas Neues kennenzulernen. Ich habe gar nicht mehr die Chance, Menschen näher kennenzulernen, weil ich gleich zumache. Also entgehen mir vielleicht ganz tolle Menschen, die mich so nehmen, wie ich bin. Es geht also darum, vielleicht so langsam wieder aufzumachen und euch dafür mehr auf euer Bauchgefühl zu verlassen, denn eigentlich spürt ihr doch schon im ersten Moment, wenn jemandem begegnet, ob ihr euch wohlfühlt mit dieser Person oder nicht. Eigentlich genügt schon ein erster Augenblick. Aber es gibt natürlich Menschen, welche erst auf den zweiten Blick euch so richtig ihr ganzes Potenzial und ihr ganzes Sein zeigen, die ein bisschen Zeit brauchen, so wie ihr auch. Das heißt, der erste Augenblick ist wichtig, aber der zweite ist vielleicht manchmal noch wichtiger. Und vielleicht auch der dritte und vierte und auf einmal merkte diese Person, hat etwas, was mich anzieht und was wichtig ist. Wir können uns unterhalten. Ich kann auf einmal sein, wie ich bin. Ich möchte damit sagen, es geht also darum, Menschen auch eine Chance zu geben, sich langsam zu öffnen. So gebt ihr euch auch eine Chance, euch langsam zu öffnen. Und denkt daran, jede Begegnung schenkt euch wiederum etwas. Ob es nun vielleicht eine negative Erfahrung ist oder eine positive Erfahrung, Fakt ist, jede Begegnung, jedes Gespräch lehrt euch etwas,
zeigt euch etwas auf. Und wenn ihr das so beginnt zu schauen, zu sehen, zu erkennen, dass in allem etwas Wichtiges steckt, selbst in schwierigen Situationen, dann ist es auf einmal nicht mehr so schwer, sondern es ist auf einmal etwas ganz Wichtiges. Das heißt, auch schwierige Erfahrungen zu machen, ist wichtig, denn daraus lernt ihr ganz viel und beim nächsten Mal könnt ihr es anders machen. Und deshalb ist es wichtig. Seid ganz bei euch. Schaut hin, spürt hin, schaut, wo ihr steht und schaut, was ihr braucht. Und genauso könnt ihr euch entwickeln, entfalten und weiter heilen. Ich bin Erzengel Michael.